Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben heute mal wieder ein kleines Trolling vor, ist ja lange, lange her. Wir spielen uns zusammen mit einem Teammitglied. Ich erkläre euch das ganz genauer. Erstmal sage ich, hallo Leon. Hallo. Na du, alles fit? Alles fit. Wunderschön, und zwar haben wir uns das ausgedacht. Wie ihr seht, ist das hier nicht mein Hauptaccount. Ich habe auch keine Rechte, ich habe mir aber selber mal OP gegeben. Und ich gebe dir auch mal OP, bitteschön. Und zwar haben wir Folgendes vor, wie ihr es zum Beispiel erkennen könnt, haben wir gerade was ausprobiert. Glücklicherweise funktioniert bei uns der Bug mehr oder weniger nicht, dass man Amboss darüber schießen kann. Kann ich euch gerne mal zeigen. Achso, ja, das war ja andersrum. Egal, auf jeden Fall, das funktioniert nicht, haben wir gerade ausprobiert. Wir wollen aber trotzdem die Teammitglieder ein bisschen ärgern. Und haben Folgendes vor. Wir tun jetzt so, als wenn das trotzdem funktionieren würde. Geben uns gleich als andere Leute aus. Ist das genau drüber? Nee, nach links. So. Hä, irgendwie ist das schief. So, geben uns dann einfach aus, dass es trotzdem funktioniert. Und Sekunde. Das noch kurz da drauf. So, hier noch ein bisschen hin. Genau, so ist gut. Das reicht. Tun jetzt so, als wenn der Bug trotzdem existiert. Leon baut jetzt noch eine Kleinigkeit. Das könnt ihr gleich in der Timelapse sehen. Und dann werden wir das, die Teammitglieder ein bisschen ärgern. Mal gucken, wie die darauf reagieren, wenn so ein Bug angeblich trotzdem funktionieren will. Ich starte für euch jetzt die Timelapse. Leon baut was und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, Leon baut jetzt noch ein bisschen weiter. Ich platziere schon mal ein paar andere Sachen. Zum Beispiel haben wir so ein wunderschönes Item mit der ID 327. Die Profis wissen und sehen schon, es ist Lava. Okay, ich glaube wieder voll den Bullshit. Ich würde sagen, wir platzieren einfach noch irgendwo ein bisschen Lava, was hier so runterfließt oder so. Einfach so random. Und sagen dann, hier wird komplett alles gegrieft. Und dann sollen sie das Grundstück gefälligst wieder reparieren. Weil ich sehe ja nicht ein, dass wir hier jetzt stundenlang dran bauen, ne? Und dann einfach mal alles so zergrieft wurde, das finde ich nämlich nicht okay. Vielleicht sage ich einfach, dass das der Maple war. Mal gucken, wie die dann reagieren. Weil meine Teammitglieder wissen ja nun mal, dass ich ab und zu ein paar Grundstücke von Spielern zerstöre. Wobei ich die immer fast immer gesaved habe. Kann ich hier Lava drauf platzieren? Schade. Das wäre lustig geworden. Na, kommt hier noch ein Klecks hin. Und hier noch ein Klecks. So. Und was wird das? Das wird oben das Depot quasi. Okay. Wo man sich draufstellt. Okay, ja, kann man so machen, theoretisch. Gibt's noch irgendwelche coolen Sachen, die man so rumplatzieren kann? Ich hab keine Ahnung. Übrigens, Leute, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, mit denen wir die Teammitglieder mal ärgern können, schreibt's doch gerne jetzt mal in die Kommentare. Dann versuchen wir das demnächst mal umzusetzen. Da sind bestimmt einige coole Ideen von euch dabei. Dann bin ich mal gespannt, auf welche tollen Sachen ihr so kommt. Ach, du baust noch ein Dach, okay. Du weißt, dass ich gleich alles kaputt mache, ne? Also brauchst du dir gar nicht so viel Mühe geben. Trotzdem, man muss sich immer Mühe geben. Kriegst du mal ein Geschenk von mir, bitteschön. Dankeschön. Sehr gerne. Das mache ich jetzt ab, oder? Nee. Nein. Guck mal, sieht das nicht schön aus, wie die Lava da so mittendrin verbreitet? Oh, ist das schön. Du kannst mir lieber mal helfen. Ja, nö, sehe ich gar nicht ein. Okay, dann nicht. Ah, gut, ich helfe dir ein bisschen. Ja, warte, hier müssen noch so. Die müssen platziert werden hier drin, die Stufen. Nee, wenn du machst jetzt irgendwas kaputt. Ja, aber ach nicht so. Bei dir. Oh, das ist gut, entspann dich. Wenn du so uns. Oh. P-Flex, Explosion, allow. Ja, ich kann auch ein Feuerzeug benutzen, aber ich bin gerade einfach zu faul. Gut. Dann würde ich sagen, kommt hier auch noch ein bisschen TNT hin. Das ist doch schön. Dann nehme ich Druckplatten. So richtig schöne Druckplatten. Und go. Da
Das ist doch schick. Oh, guck mal, sind so. Oh, da waren Truhen drin. Oh nein, es läuft die Lava da runter. Ups. Na gut, egal. Du bist da auch schon fast fertig. Wundertoll. Dann würde ich sagen, ach, das Beet könnte eigentlich ja auch noch weg, oder? Bin ich mir nicht sicher. Wäre eine gute, wäre eine Maßnahme. Doch, ich finde das okay. Ich muss ein Feuerzeug nehmen. Ach. So. Tschüss, Beet. Oh, oh. Gut, ich wollte eigentlich nur so einen kleinen Fleck wegmachen, statt gleich alles, aber jetzt ist es eh egal. Dann ist hier noch was, da kann halt auch noch was gesprengt werden. Oder? Machen wir das ja? Ich wäre dann jetzt fertig. Okay. Ich jag nur noch hier ein bisschen was rein. Sollte dann noch reichen. Ich kann ja nicht zu viel kaputt machen. Genau, so ist schön. Einmal Lava brauche ich noch. Da ein Klecks und hier ein Klecks. Okay. Gut, dann würde ich sagen, starten wir unsere Stimmverzerrer. Gehen mit einem anderen Account in Teamspeak Support. Ich komme schon mal rein. Mattel.tv. Welchen Account nehme ich denn mal? Ich brauche noch eine neue Identität. Ja, ich habe so viele Identitäten. Die nennen wir. Wie heißt denn der Eigentümer von dem Plot? Der Eigentümer heißt. ZZ. Der Breaks. Ja. Okay. Oh, die Sicherheitsstufe ist so hoch vom Server. Schade. Sicherheitsstufe 8. You edited the server. Okay. Verbinden. Mit dem auf Mapple.tv. So, Leute. TeamSpeak ist vorbereitet. Wir gehen jetzt in Support. Warten, bis uns Teammitglieder moven. Schildern die Situation. Und dann geht's ab. Also, lass mal Support gehen. Ich darf nicht rein, weil ich nicht verifiziert bin. Toll. Servergruppe setzen. So, und das. Bitte warte im Channel, Warteschlange geöffnet. Ein Teammitglied wurde benachrichtigt. Okay, ich aktiviere mal das Mikrofon. Stimmverzerrer anmachen. Hallo, guten Tag. Akku, ja, bitte. Oh, ich wollte gerade sagen, könnt ihr nicht mitmoven. Kurzes Problem, könnt immer auf, wie heißt das, City Live kommen, bitte. Ja, dort befinden wir uns gerade. Ah, okay. Du müsstest mal auf mein Plot kommen, bitte. Ja, mein Name ist ja. Wie im TS auch. Okay. Okay. Ist die Lava hier gewollt? Nee, das ist nämlich das Problem. Uns hat die Indie-Man getrollt. Und kannst du mal zu mir kommen? Ach, da bist du. Hi. Hier meine ich, guck mal. Hier ist zum Beispiel auch. Oh ja, stimmt. Den hab ich. Ja, den hab ich. So, mal kurz die Milch getrunken. Genau. So, und zwar, das Problem ist, der von über vom Plot hat mit irgendeinem Bug hier die ganzen Sachen rübergeschossen. Jetzt ist ja alles voller Ambosse. Dann hat er irgendwie durch ein wie auch immer hier Rechte bekommen auf dem Plot. Und hat jetzt hier einfach Lava geplaced. Ich meine, wir sitzen seit wie viel Stunden hier dran, haben alles mühselig aufgebaut. Der Marc und ich. Und jetzt ist hier alles kaputt. Und ich finde das richtig scheiße. Entweder war der Meppel das von euch, also der Owner, weil der hat uns schon mal getrollt. Ja, okay. Oder, weiß ich nicht, aber ich finde das kacke. Die Lava kriegen wir so nicht weg, wir sitzen hier stundenlang dran. Er hat hier ein Stück vom Haus gelöscht. Oder explodieren lassen. Die Truhen sind weg, da war richtig viel OP-Stuff drin. Wir waren Dias-Farm und so, wir haben auch im Job richtig viel erfahren und so weiter. Und es ist hier einfach alles kaputt. Ja, habt ihr Beweise, wo gesehen ist, dass ihr diese Items gehabt habt? Oder... Ja, wie sagen wir das? Ich kann ja nicht, ich fotografiere ja nicht alle 5 Minuten mein Inventar ab. Tut mir leid, aber ich kann auch leider nicht zurückerstatten. Hey, ja, aber das kann doch nicht sein, dass und wir jetzt hier alles kaputt ist. Ja, nebenbei auf diesem Plot, der nicht ist. Ja, siehst du, dafür soll das was funktionieren. Da oben sind doch noch die ganzen Amboss auf dem Plot. Oder, keine Ahnung, aber wo sollen wir so viel Eisen herkriegen? Du siehst doch da oben den ganzen Scheiß. Der funktioniert nicht. Da oben sind doch die ganzen Sachen mit den Pistons, was er hier rüber geschossen hat. Das haben wir doch selber gesehen. Wir wollten erst noch in Support gehen, aber dann ging mein Teamspeak erst nicht wegen dem Update und jetzt sind wir erst jetzt hier.
Ja, aber entweder die Verarschung. Ich verarsche euch nicht, man, wir sitzen stundenlang an dem Plot und jetzt funktioniert das nicht. Ihr seid genauso wie asozial wie die Leute von dem Griefer Games Server. Wir haben da auch was kaputt gemacht. Das geht ja nicht mehr. Nein. Das geht nicht. Wir können da leider nicht mit dem Leben halten. Wir können nicht einfach das kaputt gemacht. Hey, ich sag's einfach, dass ich. Jetzt sagst du, dass ich lüge. Ist das jetzt euer Ernst? Ihr bringt ihn zu weinen. Gut, wir haben hier richtig lange dran gebaut und jetzt sagst du, dass ich nicht will. Du musst nicht weinen. Das ist kein guter Flug. Wir sind ja seit dem ganzen Tag dran. Wir suchen Sachen, wir gehen in die Farmwelt, wir freuen uns richtig und dann kommt hier so ein, keine Ahnung, wie ich werde, in 5 Minuten und macht dir alles vor der Lame, ist das euer Ernst? Hallo, das kann ganz normal sein, aber das macht doch jeder andere so, aber... Ganz wir können ehrlich. Es halt, wenn wir keine Beweise haben, nicht an, einfach so zurückerstatten, Amisa. Ja, wir müssen uns selbst an die Regeln halten. Das ist aber richtig unfair. Du sagst einfach, das sag ich den Admin, dass du sagst, dass ich lüge. Ja, das könnt ihr gerne machen, aber der Bug hier auf dem Nebenplatz, der geht nicht. Du Arsch, du siehst doch, dass das so ist. Ey, nicht beleidigen. Ja, doch, beleidigen du bist gemein zu mir. Ey, nein. Doch, du sagst einfach, dass ich lüge. Könnt ihr euch mal bei ihm entschuldigen? Oder beziehungsweise ich so, jetzt kannst du dich mal bei ihm entschuldigen. Doch, du hast den ganzen Ball gebracht. Ich entschuldigen. Ja, er verarscht uns. Ich verarsche euch nicht. Also, der Bug kann schon mal nicht sein. Dann sag mir, wo wir so viel Lava herkriegen sollen. Hier ist alles voller Lava, so viel Amboss. Sachen können wir gar nicht craften. Wenn hier so viele Ambosse sind, dann habt ihr auch sehr viel Eisen, dann könnt ihr euch... Guck doch in die Truhen, du siehst doch, dass da nichts drin ist. Und auch, guck mal, das ist genau die Flugrichtung von den Dingen da oben. Das kann ja auch euer Platz sein, dass ihr das extra so geplant habt, damit ihr uns verarschen könnt. Was? Wahrscheinlich briefen wir unser eigenes GS kaputt, um dann den Support zu geben, euch zu verarschen, an dem wir hier stundenlang dran sitzen, an dem wir hier die ganze Zeit bauen und uns auf ihn schlagen, Alter. Gehört dem hier. Und das andere wird dem Arsch. Das andere Plot hier gehört dem hier. Ja, und? Wie kannst du mir das erklären? Hä, das ist, wir spielen seit einer Woche hier oder so. Ja, wir brauchen uns die verarschen, wir erstatten die auch kein Items zurück und wir können sich gerne... im Forum Beschwerde oder so einreichen. Das könnt ihr gerne machen. Aber ich will euch nicht verringern, da ihr uns gerade verarscht. Wir verarschen euch nicht. Wieso sollen wir euch denn verarschen? Jetzt mal ganz ehrlich. Digga, ich schau's dir doch einfach mal an. Ich find's einfach richtig asozial. Das ist hier, Digga, jetzt lass mich ausreden, verdammt nochmal. Wir sitzen hier die ganze Zeit dran. Machen hier alles, was wir überhaupt brauchen. Wir fahren in der Fahrwelt. Wir teamen mit anderen Usern in der Farmwelt. Hey, das war auch nicht. Jetzt hören wir mal zu, verdammt nochmal. Wir sind die ganze Zeit... Wenn mich jetzt auch unterbringt, dann gibt es Konsequenzen, Mann. Gut, das ist Support nicht. Das ist kein Support. Du warnst mich jetzt nicht. Wir sitzen hier die ganze Zeit dran. Ich wünsche noch einen recht schönen Tag. Nein, du wünschst mir keinen schönen Tag. Das ist richtig unfair. Ey, warte. Ich finde das unfair, dass ihn einfach bannt. Was soll das? Wir brauchen sowas nicht bieten lassen. Ihr macht hier unser Plot kaputt und jetzt fällt. Kannst du mal dein Schmaul halten, wenn ich rede, bitte? Danke. Bitte? Ja, du hast mich. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ich hasse, dass man mich unterbricht die ganze Zeit. Das ist richtig unhöflich. So, also. Ihr habt nicht einfach das Recht, uns jetzt zu sagen. Ihr habt uns nicht einfach das Recht jetzt zu sagen, dass ihr hier, dass wir hier irgendwas einen Scheiß bauen oder so. Ihr trollt uns wahrscheinlich gerade, findet das lustig. Ich hätte das, ja, anders kann ich mir das vorstellen, ja. Ich hab dich noch nie vorher auf dem Netzwerk. Ach, du bist so ein dreckiger Lügner, das gesagt. Du sagst zu mir einfach, dass ich irgendwie was, dass ich hier das selber gemacht hätte oder so. Aber das überhaupt nicht stimmt. Ja, was, weil der das immer so macht? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber das klingt uns ja gar nicht als ziemlich viel. Ja, keine Ahnung, was ihr dafür kranke Vorstellungen habt. Ja, das juckt euch doch bestimmt nicht. Du bist bestimmt so ein Mod, den das einen Scheiß juckt oder so. Das kann einfach nicht sein, wenn dann trollt ihr euch, weil das ist glaubhafter zur Zeit. Ja, das, was die hier gerade erst gemacht ist, der Wort ausgedrückt und wenn. Ja,
Ja, nein, das ist kein Troll. Was soll das denn? Ich finde das jetzt auch echt unfair von. Stell dir mal vor. Oh Mann, okay, warte kurz. So, das wieder aktivieren. Ich muss Leo mal eben kurz entbannen. Wo ist er denn? Sekunde bitte. Okay, ich habe jetzt mal vom Teamstück wieder entbannt. Wieder reingemoved. Wir klären die Situation, glaube ich, gleich mal auf nach der Aufnahme. Sonst bannen die mich hier noch vom Server oder so. Das wäre ein bisschen unfair, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, das Trolling treiben wir in der nächsten Aufnahme, wenn ihr coole Ideen in die Vorschläge geschrieben habt, coole Vorschläge in die Kommentare geschrieben habt. Treiben wir das mal auf die Höhe. Mal gucken, wie weit wir die Leute noch ärgern können, bis die wirklich komplett gar kein Wort mehr haben. Ansonsten, wenn euch das gefallen hat und wir das nochmal weiter treiben sollen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.